Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom SaggyFreaks TechCast Weekly. Zusammen heute mit dem Moritz. Hallo. Und dem Alex. Hallo. Und jetzt geht's erstmal ins Intro und danach kann Alex direkt von seinen Technical Difficulties erzählen. Ja, da freut er sich. Da freut er sich auf jeden Fall. Wir gehen ins Intro. Das war doch ein schönes Intro, oder? Das war schon. Oh, nice. Sexual. Beste. Moni ist sprachlos vor Begeisterung. Gehen wir gleich mal rein. Ich hatte heute extreme technische Probleme und dachte, hey, das teile ich mit den Leuten und freuen sie sich. wenn ihr Probleme habt mit eurem PC oder eurer Grafikkarte oder euren Monitoren, dann haben wir heute mal wieder einen Exkurs. Ich habe meinen PC jetzt ewig lang nicht zum Laufen bekommen. Also heute Mittag hatte ich schon Probleme mit Monitoren. Bisschen, ne? Aber das ist dann stufenweise immer schlimmer geworden. Und ich dachte mir so, fuck, was ist denn das jetzt? Und die Monitore sind quasi angegangen und stufenweise immer wieder einfach ausgefallen. Und zwar richtig hässlich ausgefallen. 3090 schon kaputt. Genau, das war schon so Panik, ne? Was ist denn das jetzt? Was soll das? Ich dreh hohl. Nee, war es nicht. Es war sogar noch was viel Einfacheres, aber viel Beschisseneres. Denn die Leute kommen da hundertprozentig nicht sofort drauf, wenn man es ihnen sagt. Kabel. Ja, und zwar, die Monitore sind in Rotation immer wieder an- und ausgegangen. Und dachte ich, das ist der Einschaltstrombegrenzer vielleicht, ne? Vielleicht ist es der Einschaltstrombegrenzer an meinem Hauptsetup mit den Monitoren. Vielleicht ist es dies, vielleicht ist es das. Nix von all dem war's. Das kann ich schon mal von weg sagen. Die sind halt einfach im Dauertakt an ausgegangen. Ich dachte, es ist OBS gewesen. Ich dachte, es ist die Grafiklast. Ich dachte dann, es liegt vielleicht dran, dass ich eine 3090 zusammen im Rechner mit einer K22 betreibe. Also mit einer K2200. Eine Quattro. Mit einer alten. Nein, das war es auch nicht. Was kann es dann sein? Kaputte Kabel. Ja, wahrscheinlich sind es die neuen, super toll neu gekauften DisplayPort-Kabel, die kaputt sind. Ne? Ich habe ja 50 Euro Fastpo-Kabel gezeigt, die müssen es sein. Mhm. Ja, nee, ne? Sind sie ja auch nicht. Es war ja irgendwo klar, dass es die nicht sind, aber trotzdem, man macht sich ja seine Gedanken und denkt sich, naja, könnte ja, ne? Könnte, so. Könnte. Was nicht alles immer könnte, ne? So, was ist es denn nun im Endeffekt? Bin auf die Suche gegangen, habe den PC jetzt ein paar Mal neu gestartet, habe jetzt auch viel zu lange gebraucht, um in diesen Stream reinzukommen, ne, ist klar. Ich meine, wir haben ja nur seit circa einer Stunde 57 Minuten auf dich gewartet gehabt. Genau, und es hat sehr lange gedauert, bis ich draufgekommen bin, was es denn schließlich ist. Ja. Wenn ihr da draußen ein Problem damit habt, dass euch das Gleiche passieren könnte, ne, wie gesagt, wieder mal könnte, ne, man weiß ja nie. Und ihr habt auch Probleme mit diesem Blödsinn. Dann ist eine der ja, hohen Wahrscheinlichkeiten, meiner Meinung nach, die daran schuld ist, der Nvidia-Treiber. Es gab ein Nvidia-Treiber-Update. Ich versuche ja auch immer die neuesten Treiber zu haben, weil 3090, ne, you know. Aber ich habe immer den Game-Ready-Treiber genutzt. So. Der Game-Ready-Treiber. Das ist so ein Fehler. Der ist vielleicht gut für Gaming, aber sobald ihr eine Quattro- oder Multi-GPUs habt, kann es passieren, dass einfach random Anschlüsse aussteigen oder Signal einfach nicht mehr ankommen. Die Grafikkarte schafft es nicht, einen Monitor als aktiv zu markieren und fängt an, mir hier einen Humbug zu produzieren. Was natürlich jetzt unpraktisch ist, meiner Meinung nach, wenn man gerade einen Livestream machen will oder einen Podcast oder irgendwas ähnliches, ne? Das ja, vorweg. Gut. Ich meine, aus genau den Gründen haben wir für den Livestream mittlerweile Puffer. Genau, aber es ist halt einfach schlimm, dass es trotzdem so ist, ne? Also einfach mal prinzipiell. Und deswegen habe ich jetzt mir einfach mal die paar Minuten genommen und habe jetzt den Dings installiert. Nicht mehr den Game Ready Treiber, sondern den Nvidia Studio Treiber. Der ist vielleicht ein bisschen älter, was
die Dings angeht, wie nennt man es nochmal, das Release-Datum oder die Aktualität der super speziellen Mega-Features. Aber der Game Ready-Treiber hat halt einfach der Studietreiber hat halt einfach den krassen Vorteil, dass er stabil ist, ne? Aber was für einen Hintergrund hat das überhaupt, dass du den Game Ready-Treiber benutzt hast? Premiere etc. nicht seit Jahren rum, wenn er wollte benutzt? Doch, nee, das tut Premiere absolut nicht, dem ist das scheißegal, solange ein Treiber Premiere installiert ist. Es ist relativ wumpe. Aber er wollte doch in Diablo 2-3 FPS mehr haben. Ich wollte natürlich meine neueste, super moderne, tolle 3090 auch mit DLSS-Titeln testen und ausprobieren, weil ich jetzt mal endlich nach Jahrhunderten sowas habe, ne? So aktuelle Hardware. Ich hatte noch nie eine aktuelle Grafikkarte der aktuellen Generation. Dann noch top of the line fast. Dann noch fast top of the line. Da haben sie dich wirklich gefoppt. So, gerade hat er sich eine 3090 gekauft. Schwupps, 3090 Ti auf dem Markt. Ups. Du, die 3090 Ti und die 3090 unterscheiden sich kaum, solange ich meine 3090 übertrage. Was? Nicht verraten. Das mag Nvidia doch nicht, dieses Geheimnis. Ach ja, diesen Trick hasst Nvidia, ne? Wie war das in Nvidia? Ärzte hassen diesen Trick. Aber Alex, die 3090 Ti wäre doch im Titel sehr viel besser gestanden. Ja, das ist ja aber nicht die 3090 Ti, das ist ja die 3090 Ti. Sorry. Naja, ihr wisst ja, die 3090 und die 3090 Ti sind die gleiche Grafikkarte. Also ihr wisst es jetzt und ihr natürlich jetzt da draußen auch. Das ist ja die gleiche Grafikkarte, ne? Mhm. Nur, dass eben die 3090 Ti einfach ein kleines bisschen mehr freigeschalten hat, was du aber komplett ignorieren kannst. Also ihr da draußen, ihr könnt das komplett ignorieren, denn sobald ihr eure 3090 ein bisschen übertaktet, seid ihr auf dem gleichen Leistungsniveau. Von daher völlig irrelevant. Und ich bin glücklich, dass ich endlich mal eine Grafikkarte habe auf dem aktuellen Niveau der aktuellen Grafikleistungen, ne? Machst noch ein kleines Potzi oder so mit einem MOSFET an deinen Shunt, dann kannst du auch noch direkt ein bisschen Power-Mod erhöhen. Ja, das werde ich irgendwann auch machen. Ganz im Ernst, weil mit dem Wasserkühlungsleistungsding, das ich habe, kann ich das natürlich. Und ich hatte das auch echt geplant, ohne Witz. Naja, aber ich meine, halt mittlerweile gibt es ja auch wirklich ziemlich safe Mods, die du dir da einfach drauf tun kannst, die dir das mit dem MOSFET steuern können. Ja. Ich habe irgendwie ja schon, glaube ich, vor Jahren mal vorgeschlagen, nehmt doch für sowas irgendwie ein Poti oder sowas in eine Richtung, was man einstellen kann, anstatt das immer fest aufzulöten und dann jetzt, ja, go for it und hope that works. Ja, und dann ja irgendwann kam Feature. Jetzt ist es ein großes Feature, das stimmt. Ja, deswegen. Aber sobald du der Karte auch nur sagst, von wegen, yo, du hängst jetzt nicht die ganze Zeit im Power Limit, kriegst du da schon noch einige Prozentpunkte mehr an Leistung so oder so raus, auch wenn du einfach nur eine ganz normale doofe Wasserkühlung hast und da keinen Flüssigstickstoff oder sowas reingibst. Genau. Völlig richtig. Wobei du kannst natürlich auch Wasserstoff und Flüssigstickstoff so weiter in deine Wasserkühlung tun. Ja, aber das ist eine sehr gute Idee. Ja, das würde ich jetzt auch mal unbedingt machen. Dann braucht man sich auch keine Sorgen mehr machen, von wegen, dass man leitende Flüssigkeiten plötzlich im PC hat. Yes, das ist so. Mhm. Jetzt bin ich auf jeden Fall glücklich, dass das Ganze wieder funktioniert, so wie ich es mir gedacht hatte. Ne? Jetzt habe ich ein neues Problem erkannt, denn ich bin ja auch immer dabei. Ihr habt ja gesehen, in den neuesten Livestreams habe ich ein bisschen was angepasst. Ich habe auch schon gesehen, die Jungs von Nerdcave, also der Lukas und der Moritz, haben gestern gestreamt. Ich habe mal kurz ein bisschen einfach drauf geschaut, weil ich mache sowas ja gern. Naja. Ja, und aber es war mal wieder eine TGF-mäßige Vollkatastrophe. Ja, ja, klar, das habe ich schon beobachtet. Also, ja. Also wenigstens zieht sich das Theme weiter. Ne? Das habe ich irgendwo auch glücklich gemacht. Ja. Aber mir ist auch aufgefallen, ja, der Moritz hat auch ein bisschen am Layout gearbeitet und es sah dann wegen unserem Layout ein bisschen ähnlich, das wir neu gemacht hatten, fand ich ganz schön. Muss ich sagen, das Layout, wenn es noch ein bisschen dran ist. Tatsächlich macht, 4 Monate alt, das habe ich irgendwann mal im Zug zusammengeklickt. Ah, schön. Ja, es sah recht ähnlich dem aus, also sehr, sehr modern, nenne ich es jetzt mal, ne? Tatsächlich, ich meine, nachdem wir halt dieses Audio-Stuttere, was seine DSL-Leitung da reingebastelt hat, das haben wir ja dadurch quasi gefixt, dass er dann angefangen hat, über LTE einfach zu streamen. Ja. Ja. Aber selbst da hatte er dann immer noch ein Offset dann drin. Und dann haben wir das Audio-Video einigermaßen irgendwann synchron gezogen, indem ich einfach hier nochmal ein 400 Millisekunden Offset aufs Audio gegeben habe. Und dann war es nahezu synchron, ja. Ah, nice. Der Cablink hat ein ziemliches Delay. Ja, das Lustige war, das kann eigentlich nicht nur 100% der Cablink gewesen sein, weil auch der das, was halt du in drauf. Skype ja... Ja, aber das schreibst du doch nicht über ein Cablink, das hatte ja auch... Nee, aber das haben beide ähnliches Delay.
Ja. Ah. Ja, das mit dem Delay ist immer ein Problem, ne? Ja. Ich finde so selber, Delay ist eine schreckliche Angelegenheit, finde ich immer. Und auch das Gardeziehen vom Delay finde ich immer eine schreckliche Angelegenheit. Muss ich dazu sagen, also wow, regt mich das auf, immer noch? Allein die Tatsache, dass ich über eine DSL-Leitung, ein festes Kabel, ja, eine schlechtere Verbindung habe als über ein LTE mit dem Handy, das hier irgendwo auf dem Tisch dann unter Papier rumgammelt. Herzlich willkommen in Deutschland. Bitte schalten Sie nun Ihr Mobiltelefon aus. Internet haben Sie hier sowieso nicht. Vielen Dank. Genau. Ja, so in der Art. Also, aber ich wollte echt mal darauf ansprechen, die Jungs machen da trotzdem einen witzigen Job, ne? Bald auch Content, hoffe ich natürlich auch. Ein bisschen, wir haben ja so die Themen noch angeschnitten gehabt, die so im normalen TGF-Stream, glaube ich, jetzt nicht so drin waren. Genau. Da haben wir ein bisschen was rausgekramt gehabt, was wir da noch hatten. Fand ich auch schön, ne? Ja. Also, ne, ich sag nochmal, kann man die Jungs auch mal gut gucken nebenbei. Nicht nur unseren Inhalt und Content, wie diesen Podcast oder die Videos oder die Livestreams. Kann man machen, ne? Man darf auch mal. Es ist einfach als Ergänzung zu sehen. Man darf auch mal Werbung für andere Leute machen. Mhm. Ne, ich bin ja, weil das ist nämlich was ich in Deutschland und insgesamt hasse, Futterneider. Oh nein, wenn ich jetzt hier Koop mit denen mache, die nehmen mir die Zuschauer weg, ne? Oder oh nein, das kann ich nicht machen, ich muss irgendwie, die nehmen mir dann das weg und der ist das und das wird geklaut und Futterneid hier und da und sich gegenseitig Zuschauer wegbeißen und so Blödsinn, ne? Wir bestanden ja, YouTube-Kanäle nur daraus. Aha? Wir bestanden YouTube-Kanäle nur daraus. Ja, und sich gegenseitig, also es ist doch eher klug, finde ich, ne? Ja, ich meine, guck dir die alten Zeiten an, wo hier früher die ganzen Minecraft-YouTuber alle groß geworden sind. Die haben einfach Koops hin und her gemacht. Ja, von wegen hier Folge 1 kommt da, Folge 2 beim nächsten und sowas hin und her. Und dann waren die Leute schon automatisch gezwungen, beide Kanäle zu verfolgen. Ja. Schau dir mal die ersten MCNs an. Die haben diese Klickzahlen erreicht, weil jeder aus diesem MCN alle Videos des anderen geliked hat, also geliked, angeschaut hat, sie sich gegenseitig beworben haben und dann eben genau solche Dinge, wie Lukas gerade sagte, Folgen aufteilen. Jede zweite Folge kommt beim anderen. Ja, es ist, genauso kannst du das machen. Und ich finde es aber auch schön, wenn man sagt, wenn man keinen neidet. Ne? Einfach, jeder hat seinen Content, jeder hat seine Quality. Ich finde das völlig in Ordnung, ne? Jeder hat sein Ding und wenn man sagt, hey, der andere macht auch coole Sachen, wieso nicht auch mal andere Leute bewerben oder so? Ich hätte jetzt zum Beispiel persönlich nie Angst, dass Zuschauer deswegen weggehen, weil immer wenn Leute sowas denken, dass, hey, oh nein, du machst für andere Leute mal Werbung oder sagst was, meine Zuschauer sind weg, immer wenn die Leute sowas glauben, dann stimmt mit ihrem Content was nicht, weil die Leute kommen nur dann nicht mehr, wenn dein Content scheiße ist. Die wandern auch nur dann nachhaltig ab, wenn du sie dann direkt in der Show drauf stößt, von wegen geht jetzt drüber und dann vergessen sie, dass sie zurückkommen wollten. Das ist wahrscheinlicher. Aber da kannst du ja gegen vorgehen, indem du am besten erwähnst. Leute, auch wenn ihr natürlich Links in unseren Shownotes anklickt, erst den Podcast zu Ende hören, dann andere YouTube-Videos gucken. So zum Beispiel. Also erstmal ein was finishen. Und wenn ihr keinen Bock habt, dann macht's halt nett. Ist doch wurscht. Jeder darf Content so haben, wie er es will. Und dann guck doch Netflix leer, wenn du Lust drauf hast. Weil Creator macht eh nicht genug Content. Ja, einer niemals, ne? Die Leute sind noch nie im Ersatz. Selbst wenn du anfängst, 24 Stunden Streams zu machen oder so, die kannst du auch nicht 24/7 mit Inhalt füllen. Nein. Und das verstehe ich auch nicht, warum Leute dann darauf stehen und sagen, hey, zum Beispiel wurde jetzt Amorant gebannt, ne? Mhm. Nicht Amorant. Wie heißt sie denn? Hat einen Twitch-Bann kassiert. Pokémon. Hat einen Twitch-Bann kassiert. Bla. Who cares, ne? Aber interessant war, dass er dann gleich angekündigt hat, ja, nach den 48 Stunden Sperre, die hat halt einfach Serie geguckt, na, die anderen mitgucken lassen, ne? Mhm. Hashtag Nerdcave. Hashtag Selfmade-Videos. Und hat halt die Leute mitgucken lassen. Ist halt nicht so klug, weil heutzutage mit Abmahnungen und so weiter ist das nicht so geil. Und ja, dann hat sie sich halt einen Gag drauf gemacht, gesagt, ja, sie macht einen Welcome Back, also sie kommt wieder streamen, ne? Ein Zurück-Stream macht sie dann und der ist dann super geil, 12 Stunden. Da denke ich mir, wie willst du denn die Leute bitte 12 Stunden außer mit deinem Dekolleté bei Laune halten? Das mitbekommen Anfang letzten Jahres, hier größte Streamer Herdings Ludwig. Er hat einen 30-Tage-Stream gemacht auf Twitch. Ja. Quasi ein Subathon. Jeder Sub hat, ich glaube, 10, 15 Sekunden oder so auf die Uhr aufgezählt und ursprünglich sollten es 24 Stunden sein, glaube ich. Ja. Und der hat halt so viele Subs gesammelt, dass der
Timer einen Monat lang lief. Ja. Also möglich ist es. Ja, es ist halt, aber ob die dann auch die Leute, die da reingesappt haben, dann nicht irgendwann nur noch für einen Counter und so weiter und ob ja, die wirklich alle aktiv verfolgt haben. Weißt du, ja, kannst du machen, ne? Bla bla bla, kannst du machen, aber im Endeffekt kannst du die Leute für so lang und so normalerweise nicht bei Laune halten. Change my mind. Ich hatte auch 20 Leute oder so während diesen Monats eingeladen gehabt, immer mal wieder. Ja. Ich meine, wenn du immer wieder Variationen reinbringst, wie auch immer, ich meine, guck dir hier DGF an, wir haben auch schon mal, was war unser Rekord, 4 oder 5 Stunden, wo wir durchgehend dick im Haus hatten oder sowas hatten wir schon mal gehabt. Ja. Das ist jetzt auch, also, ich meine, ja, 4, 5 Stunden ist jetzt nicht 12 Stunden, aber du bist fast bei der Hälfte angekommen. Ganz ehrlich, wenn du die Zeiten richtig planst, dann, du hast zwar nicht immer volle Brause da, aber kannst 12 Stunden auf jeden Fall überbrücken. Ja, du kannst 12 Stunden überbrücken. Also, aber ob das jetzt Top-Quality-Content ist, ne? Naja, gut. Wird sehr schwierig. Ich habe früher an meinen Geburtstagen immer einen 12-Stunden-Stream gemacht. Why not? Ja. Also machen wir das dann bald wieder? Nee, das Respekt an jeden, der schafft, das zu überbrücken. Ja, weil sowas ist nicht einfach. Ich sag's jetzt mal aus der Sicht von einem TGF-Stream, ne? Es gibt Leute, die machen nur blödsinnige Reaction-Videos. Es gibt Leute, die machen alles Mögliche. Aber das, was wir liefern, ohne arrogant zu sein, ist Content, der moderiert ist. Und Content, der moderiert ist und zeitlich gefüllt ist, wir füllen es ja auch schon mit viel Zuschauerinteraktion bewusst. Ja, du musst ja nicht mal da arrogant sein. Es ist ja nun mal so, dass wir halt nun mal Moderation reinbringen und nicht einfach nur stumpf uns YouTube-Videos durchgucken, ab und zu pausieren und uns einen abgiggeln. Genau. Ja, das haben wir auch ab und zu schon mal so ironisch gemacht gehabt, wo wir dann gesagt haben, oh ja, komm, jetzt haben wir hier den Stream schon so und so lange gemacht. Zum Abschluss machen wir jetzt hier noch, suchen wir uns irgendwas raus und machen eine Reaction da drauf. So. Ja, aber es war ironisch. Ja, genau, aber es ist trotzdem selbst da, ja, es ist irgendwo ein regulierter Content, den wir rausbringen. Genau. Wir haben schon Nachrichten bekommen, also sinngemäß zitiert, euer Content, also wenn es jetzt keine Technik-News werden könnte, das so im Fernsehen laufen. Echt jetzt? Ja, ja, haben wir mal auf dem Discord bekommen. Ah, das ist aber sehr nett. Siehst du, das ist genau das, was ich damit meine. Das ist ja doch irgendwo, zeigt es die Qualität. Ne, weil es ist ja richtig moderierter Content. Und der ist anstrengend zu machen. Ob ihr das da draußen glaubt oder nicht. Es ist auch anstrengend, einfach sich nur vor einer Kamera die ganze Zeit ein paar Stunden hinzusetzen und da was wirklich dann flüssig als Unterhaltung reinzuschieben. Richtig. Aber der Unterschied zwischen richtig moderierten Content und der Anstrengung dahinter und ich bin jetzt und leck mein Mikrofon stundenlang ab, ist gegeben, meines Erachtens. So, ne? Was bei uns auch immer wieder gemerkt wird, wird so viel Zeit in kleine Qualitätsverbesserungen gesteckt, die 99% der Zuschauer gar nicht merken. Aber die Zuschauer merken es, wenn dann irgendwann mal komplett das Interface mal neu gemacht wird vom Stream und so weiter. Ja, okay. Das sind natürlich so Änderungen, die dir einfach ins Auge beißen. Aber eigentlich gibt es bei uns kaum 2 Streams, die exakt gleich vom Setup her ablaufen. Das stimmt. Es wird immer alles zwischendrin umgebaut. Es wird konstant geschraubt an dem Ganzen, um was ja immer was zu verbessern. Ich bin ja zum Beispiel gerade eben in diesem Moment dabei. Man hört es die ganze Zeit an deinem Klick, 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 ja, Klick, die Podcast-User müssen das ein kleines bisschen nachsehen, nur ein kleines bisschen. Denn Alex, ich kriege ganz viele böse E-Mails deswegen, schon in den alten Folgen, weil immer klicke, die klicke, die klicke. Okay, pass auf, dann versuchen wir jetzt mal was. Ich versuche jetzt was. Ich hoffe, das funktioniert, wenn ich das jetzt so mache. Ich werde jetzt versuchen, Nvidia Broadcast umzudingsen. Bitte nicht die Audioqualität im Podcast laufend ändern. Na, ich wollte einfach nur die Geräuschunterdrückung ein wenig höher schrauben, weil die ist jetzt auf sanft. Ne? Kannst du mal ausprobieren. Und jetzt tue ich sie mal auf etwas höher schalten. So, hört ihr mich immer noch gleich gut? Ja, ganz kleinen Unterschied, aber nicht nix, ne. Hört ihr mein Clicky noch? Ja gut, wenn du nicht redest, dann hören wir über Mumble hier sowieso nichts, weil du eine Sprachaktivierung eingestellt hast. Das sollte jetzt so gehen. Siehst du, das ist gut, jetzt habe ich das auf ihn angepasst. Ja gut, ein bisschen hört man noch im Hintergrund, aber... Aber ich denke, das ist schon um einiges besser. Mein Geklicker hört man noch immer.
Meins auf jeden Fall jetzt nicht mehr. So, das ist auch gut so. Ich muss ja auch die Qualität von unserem Stuff irgendwie gewährleisten, meiner Meinung nach, ne? Wir wollen ja nicht, dass die Leute sich hier nachher mitten im Podcast gegen den nächsten Kirschblütenbaum fahren lassen. So ungefähr. Und deswegen baue ich jetzt gerade quasi ein neue Dinge, die sich gewünscht wurden, aus dem letzten Overlay wieder mit ein. Denn wir haben ja doch sehr oft sehr verrückte Leute, die Geld spenden. Ja. Und die sollen auch natürlich zu ihrem Recht kommen und angezeigt werden. Ach, Alex. Und deswegen, das gehört sich aber nicht, die Leute anzuzeigen, nur weil sie dir Geld geben wollen. Und ich möchte natürlich auch, dass die zu ihrem Recht kommen und dann sagen, guck mal, mein Dings hier, bla bla, läuft im TGF-Stream, ne? Hier mein Name, da ganz dick. Und das mache ich natürlich auch wieder rein. Ich bin ja gerade dabei und ich schaffe mir gerade so ein paar Border und ein paar Dingsies, ne? Dass ich das alles schön wieder reinmachen kann. In einem neuen Style, nenne ich es mal. Weil wir wollen ja modern sein. Ich hoffe, das sieht dann auch gut aus. Ich habe keine Ahnung. Naja. Und kann man dann feststellen. Könnt ihr im Stream selber feststellen? Jeden Freitag 22 Uhr live. Der war schön. Genau. Der war schön. Und wenn wir schon beim Interaktion erhöhen sind und ihr uns Feedback da lassen wollt, ob Alex dem sein Geklick jetzt wirklich besser ist oder sonst wo, wo können die denn das machen? Ich glaube, ich habe gehört, es gibt das Livestream-Themenformular. Ja, genau, gibt's da könnte noch? Man auch. Ja, natürlich gibt es das noch. Das ist auch noch live. Da kann man ja auch cool Themen reinschreiben, auch für den Podcast und so weiter. Boah. Aber ihr könnt uns ja auch sonst noch mal, ich meine, das können wir auch ein bisschen zweckentfremden, von wegen, ihr schreibt einfach mal zum Beispiel mal irgendwo rein, wo hört ihr eigentlich unseren Podcast? Ich meine, hört ihr den unter der Dusche, im Auto, wo auch immer? Ich meine, das ist ja immer so, einfach würde mich mal interessieren, so mal so eine Grundstatistik zu kriegen oder so. Schreibt das am besten per E-Mail an podcast@thegeekfreaks.de. Ist für uns einfacher zu sortieren als das Themenformular. Ja, du kannst auch ins Themenformular schreiben, das habe ich sowieso als Tabelle dann später vorliegen. Hat er recht, ne? Tabellen sind immer gut. Alex. Ja, Moritz möchte mehr E-Mails kriegen. Moritz möchte mehr E-Mails kriegen, es ist immer ein löbliches Ziel. Wenn ihr Moritz eine E-Mail schreiben wollt, wie war nochmal die E-Mail-Adresse? moritz@isteinvollidiot.de. Schreibt lieber an podcast@thegeekfreaks.de. Genau, glaub, das ist die richtige Adresse. Das klingt gut. Hin. Genau. Das klingt gut. Nicht die Adressen, die eingerichtet wurden, um Moritz mal zu foppen. Gibt's die wirklich? Natürlich. Ja, die gibt's tatsächlich. Und die weiß tatsächlich zu mir weiter. Dieser Bombe. Ja. Warum sagt mir sowas keiner? Ich weiß nicht, ich glaube, ich hab's schon mal irgendwann gesagt. Mist, sowas muss ich wissen. Aus rein akademischer Zweck. Natürlich. Nur zu Forschungszwecken. Nur zu Forschungszwecken, ja. Naja. Und was wollte ich noch euch erzählen? Ja, auf jeden Fall, wir arbeiten ja immer an Quality Content, ne? Und weil wir an Quality Content arbeiten, auch immer gerne mal dazu Feedback. Wir kriegen nicht so viel Feedback, wie ich es mir manchmal wünschen würde. Aber wenn wir Feedback kriegen, dann ist das meistens Nettes und darüber freuen wir uns natürlich auch. Weil wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns konstruktive Kritik als Feedback da lasst. Yes, damit wir absolut auch hier die Stellschrauben verbessern können. Wobei natürlich auch immer konstruktiv so, wie sag ich's, ist auch immer Geschmackssache, was konstruktiv ist, was manche Leute als konstruktiv erachten. Das merke ich auch immer wieder in unseren YouTube-Kommentaren. Ja gut, was man bei den YouTube-Kommentaren merkt, ist, dass halt viele Leute einfach ihren Rant danach als konstruktive Kritik deklarieren wollen und schreiben, ja, just saying, so konstruktive Kritik. No front, ja. Yeah. Also, ich weiß nicht, ob wir das nicht schon mal irgendwo erwähnt hatten, aber wenn du beischreiben musst, dass deine Kritik konstruktiv ist, dann ist sie meistens nicht konstruktiv. Richtig, das ist einfach nur, um sich selber abzusichern. Das ist genauso, wie wenn du am Satz anfängst, ich bin ja kein Nazi, aber... Aber hier rechtsradikale Aussage einfügen. Und du weißt schon ab diesem Moment, dass alles, was danach kommt, ein Nein-Bro ist. Ne? Nein, mit dir möchten wir nie wieder was zu tun haben. User in your channel was banned from the server. User in your channel timed out. Und das ab der Sekunde schon. Ne? Deswegen nobody-popity. Aber ich nehme sogar solche Leute ernst. Einfach Anstand. Ich weiß, das ist merkwürdig, ne? Aber einfach aus Anstand nehme ich auch solche Leute ernst, manchmal zu ernst. Deswegen, ja, viele Leute, die dann glauben, ich lese keine Kommentare oder
es gab auch schon Dinge, die Leute, die dann sagen, ja, pass auf, ich gehe nicht genug drauf ein oder schreibe auf einmal, wir sind jetzt zu groß geworden, ich würde nicht mehr auf alle Dinge eingehen. Das stimmt einfach nicht. Das ist glatt gelogen. Also, ich meine, so entweder liest Alex meistens Kommentare, ich lese Kommentare und ja, und sehr so viele, also locker mal, ich würde sagen, 80%, die irgendwas schreiben oder so, werden auch von uns auf jeden Fall beantwortet. Yes. Definitiv. So alles ungefähr, würde ich sagen. Wird also, beantwortet, definitiv. Ja. Ja. Also wie gesagt, also, wir lesen fast 100%. Es kann natürlich irgendwas durchrutschen oder wenn ihr irgendwo in den Replies irgendwas reinschreibt, dann da ist das YouTube-Interface ja so, wie es auch von diesen ganzen Spambots ausgenutzt wird, dass es dem YouTuber an sich im Interface nicht angezeigt wird. Richtig. Das rutscht uns natürlich dann durch, aber alles, was ihr als neuen Comment schreibt oder so oder uns irgendwo drauf antwortet, da ich muss aber ich muss eingeständnis machen. Ja. Wenn die Frage der Comment oder was ähnliches im Video schon beantwortet sind oder einfach dumm sind, dann werde ich es leider nicht beantworten. Ja, aber das ist ja dann deswegen 80% oder so. Oder es gibt keine dummen Fragen. Also aber man kann auch mit FAQ antworten, wenn es dann im FAQ steht und wirklich frequently asked ist, aber... Ja, also nur mal so, es wirklich dumme Fragen gibt es nicht. Echt, ohne Witz. Ihr könnt uns fragen, was ihr wollt. Nur wer fragt, macht bleibt klug, ne? Es gibt keine dummen, aber was es gibt, ist dumme Menschen. Ja, das gut, heißt, jemand... nur das Problem ist dumme Menschen. Also in dem Sinne, da kommen auch gerne mal dann wirklich Fragen raus, die man als einfach nur, naja, nicht so qualitativ hochwertig bezeichnen könnte. Genau, und das ist das Problem. Es gibt halt leider auch solche. Und auf die gehen wir nicht unbedingt ein. Das ist auch keine Bösartigkeit oder irgendwas. Ich glaube, wenn man sich mit jedem, der man nicht mag, ewig befassen wird, dann wird man gar nicht mehr vorwärts kommen. Ja, das ist eigentlich das Problem. Könnt ihr da gerade von heute noch was erzählen? Ich hätte heute einem Typen noch mal locker ein paar Minuten Predigt halten können, von wegen, können, wie man wollen sich oder am müssen. Besten, ja, ich habe auch einen Termin gehabt und musste dann weiter. Aber du weißt ja momentan auch so für so sportliche Events etc. und so weiter brauchst du ja momentan zusätzlich hier zum 2G-Corona-Shit-Diesel nochmal einen aktuellen Schnelltest. Yes. Also ich mir dann einfach gedacht, jo, auf dem Hinweg eben buchst du hier Drive-In, gut, fährst du durch, ja. So. Dann war das Ding aber so ausgelegt, von wegen, es gab ein so ein Tor, wo man durchfahren konnte. Da passt genau ein Auto rein und ganz genau ein Auto. So, ich will wieder rausfahren, dann steht da jemand so ein bisschen planlos, will gerade da ranfahren und ich denke mir so, ja, jetzt bist du doch einfach mal nett. Ja. Und dann, was macht dieser Typ? Ich weiß es nicht. Der fährt in dieses Tor rein, bleibt mitten in diesem Tor einfach stehen, hält an, fängt an mit seinem Handy zu daddeln. Oh, das ist gut. Doch anmelden. Ja, wie auch immer. Vor allen Dingen das Anmelden, da geht ja mit dem QR-Code. Aber ich hab ihm kurz Lichthupe gegeben gehabt, damit er weiß, jo, ich lässt dich mal eben vor, bin nett. Mhm. So, kennt er ja, wie man das mal eben so macht. Also, wie revanchiere ich mich dann? Am besten erstmal den netten Typen erstmal die Ausfahrt blockieren und da erstmal stehen bleiben. Und nachdem so 20, 30 Sekunden lang der Typ da nur an seinem Handy gedaddelt hat, habe ich mich erdreistet, einmal kurz zu hupen. Oh Mann, ja. Bist du echt, du bist wow, der kranke Hund. Wow, ist dieser Typ daraufhin, Terrorist. Der ist daraufhin, hat mich komplett erstmal zugeparkt, Fenster runter und mich angeblökt von wegen, dass ich doch, wo er seine wichtigen Termine hat und so weiter und familiäre Angelegenheiten und so weiter, da könnte ich doch mal 2-3 Minuten auf ihn warten. Well, nope. Solche Leute sind einfach so. Yes. Das ist so wirklich da ganz genau die falsche Methodik, wie man so vorgehen sollte. Leider hast du recht. Also, es sind aber also dass solche Leute, die sind dann, kann man nicht fassen. Und denen will man wirklich dann, erstmal eine schöne lange Predigt eigentlich halten, von wegen, wie man sich eigentlich zu verhalten hat. Problem ist, auch wenn du das tust, wird es bei denen nicht ankommen und nichts bringen. Nee, deswegen nicht. Eigentlich, andere werden es dir schlecht auslegen. Eigentlich ringt da nur einfach einen Hundehaufen dabei haben und einfach zack durchs Fenster ins Auto und dann, ja,
Hier ist dein Denkzettel. Im Internet ignorierst du solche Leute halt einfach. Im Internet, ignorierst du solche Leute, aber im echten Leben, ja. Weißt du, was auch das meine ist? Man sagt immer, im Internet ignorierst du diese Leute. Man sagt's immer. Aber ganz oft bleibt bei dir trotzdem im Kopf einfach was dazu hängen. Ob du willst oder nicht. Weil du dich halt ärgerst oder weil dieses, weil jenes, ne? Aber ganz oft bleibt bei dir dann einfach trotzdem was im Kopf hängen, wo du einfach sagst, ja, ich sollte mich jetzt nicht drüber ärgern oder weniger, als ich es wirklich tue. Das habe ich bei mir selber auch schon bemerkt, ne? Dass es halt manchmal doch gar nicht so einfach ist. Leider. Sollte ich wahrscheinlich auch anders machen, ne? Also, aber ich nehme die Sachen dann mehr zu Herzen, als ich es möchte. Das ist wie, wenn jemand zu dir sagt, denk nicht an den Eiffeltower. Und wir wissen, dran. Wir wissen. Also eigentlich habe ich gerade an den Döner gedacht. Ja, wir wissen aber, dass wir es trotzdem tun. Ja. Und das ist das Problem, weil wir nicht loslassen können von solchen Kleinigkeiten. Die können einen den ganzen Tag unterbewusst ruinieren. Selbst wenn man es in einem Moment oder mal nicht möchte. Don't do as I do, just do as I say, ne? Lasst euch für sowas nicht beeindrucken. Aber das immer zu sagen ist halt auch leicht und ja. Ja, es ist immer leicht. Es ist immer leicht, sowas zu sagen. Leider. Aber, ne? Aber genug von diesen schrecklichen Themen. Wir können ja mal gucken, ob wir noch ein fröhlicheres Thema finden. Es gibt tonnenweise fröhlichere Themen. Nun gerade keine, die aktuell vielleicht für Tech relevant sind, glaube ich. Nicht Tech-relevant? Ja, dann guck doch mal, ob du auch eine Anekdote von heute hast oder von letzter Woche oder was ging denn die Woche? Außer der neue Upload unseres Podcasts, der vorhin stattgefunden hatte. Im Sonntag. Oh. Ah. Der neue Podcast. Wisst ihr genau, wann wir die Podcast-Folge aufgenommen haben, wenn schon eine Folge rauskam vor dieser hier, die wir aufgenommen hatten? Ich weiß nicht, wie sinnvoll es ist, Werbung für den Podcast im Podcast zu machen, aber alle Links zu den verschiedenen Plattformen findet ihr unter podcast.geekfreaks.de. Findet vielleicht ihr seid ihr jetzt im ja Linktree neu, ne? Plus, da findet ihr auch dem Alex seinen OnlyFans-Account, da findet ihr immer den Lüfter des Tages. Heute war es, glaube ich, ein Noctua. Wann machen wir eigentlich diesen Joke wirklich mal? Das müssen wir machen. Den Namen habe ich mir vor, ich glaube, einem Jahr gesichert. Noctua? Nee, der Geekfreaks auf OnlyFans. Echt? Ja, wir haben den, glaube ich, auf den meisten relevanten Plattformen irgendwo mal gesichert gehabt, damit da nicht irgendwelche Leute den sich nehmen und Schmu betreiben müssen und wir wieder plötzlich mit DMCAs um uns werfen müssen, damit wir dort Zugriffe drauf erhalten können. Finde ich klug. Habt ihr gut gemacht? Haben mal ein DMCA an eine 18-Plus-Plattform senden müssen. Echt? Da Videos reuploadet wurden, ja. Ja. Dann wurde uns der Account gegeben. Ich will jetzt keinen Namen nennen. War wirklich so von wegen, oh, es ist ihr seid hier der Markeninhaber. Ja, wir haben den Account auf die E-Mail-Adresse überschrieben, hier von dem du dich hier beschwert hast, kannst reingehen und den ganzen Scheiß löschen und so weiter. Echt? Ja. Seitdem haben wir auf dieser Plattform für The Geek Freaks einen Account. War mir gar nicht so bewusst, okay. Oh, ja, aber wir können jetzt auch auf dieser Plattform hochladen, theoretisch. Wobei ich glaube, da müssten wir jetzt, glaube ich, nochmal die Verifizierung oder so durchlaufen lassen, weil die nämlich die Uploads irgendwann mal nicht für unverifizierte Leute mehr erlaubt haben. Echt jetzt? Ja. Aber genug Hinweise für heute. Das Schöne ist, man lernt so viel als Content Creator. Ja. Man lernt so viel als Content Creator. Es ist immer wieder wahnsinnig schön. Heute gab es einen Post im Forum. Echt? Gab es nicht sogar zwei Posts im Forum heute? Es gab mehrere Posts im Forum, aber ein Post von mir. Und zwar, ich habe im Livestream ein Neujahrsgiveaway angekündigt. Ja. Aktuell könnt ihr im Forum euch einen Account erstellen, der geekfreaks-community.de. Echt? Und ja, das kann man, Alex. Und Anfang März wird ausgelost, wer in vom 1. Januar bis zum 28. Februar die meisten Punkte bekommen hat. Punkte bekommt man durch Threads erstellen, antworten, anderen Leuten folgen, liken, kommentieren, was auch immer. Ja. Davon werden dann 5 Leute ausgelost und alle diese 5 Leute bekommen dann 5 random Steam Keys. Das sind dann Steam-Spiele im Wert von 30 Cent bis 50 oder 60 Euro.
Und der erste Platz bekommt obendrauf nochmal einen Monat Discord Nitro. Das ist aber sehr großzügig. Zwei Monate. Glaube ich, das dritte in der Art, das wir machen. Das heißt, mal alle Kanäle im Auge behalten, das kann sich manchmal echt lohnen. Wow, das klingt ja echt gut. Ja, ich meine, es gibt ab und zu auch mal so Giveaways, aber natürlich nicht so viele, weil wir nicht immer nur Leute haben wollen, die nur Giveaways abgreifen wollen. Aber aktuell, und Leute, dieser Podcast wird ja zwar, ich meine, ihr habt jetzt zwar dann 7 Tage verpasst seit diesem Aufnahmestart, aber ist ja immer noch locker ein halber Monat Zeit, gerade um damit zu machen. Anderthalb. Anderthalb, ja, stimmt. Anderthalb Monate. Besser. Und eben genau um solchen Leuten entgegenzuwirken, sind unsere Giveaways immer basiert auf Interaktion. Leute müssen interagieren mit dem Forum. Das heißt, ihr loggt euch ein, Spam wird natürlich gelöscht und im blödsten Fall wird euer Account gebannt. Höchstwahrscheinlich, wenn ihr rumspammt, genau. Dann wird der Account ziemlich flott gebannt. Habe ich auch schon mal gehört. So ja. Und sowas, wenn es wirklich offen ersichtlich Spam ist, was weiß ich, 15 Posts innerhalb 5 Minuten, dann werdet ihr einfach nicht beim Giveaway teilnehmen können. Aber wenn ihr jetzt wirklich sinnvolle Interaktion macht, Usern helft oder selber Fragen stellt, weil ihr irgendwelche Probleme mit eurem Unraid-Server oder was auch immer habt, dann also wir gucken geht auf uns das Forum, schon an, was ihr für Interaktionshistorien genau. Hattet und werden kurz überlegen, ist das jemand, der wirklich in der Community aktiv sein möchte oder ist das einfach nur ein Scalper? Genau, und wenn man den Namen kennt, ist die Chance wahrscheinlich höher. Geekfreaks-community.de. Der Moritz haut's denn aus. Ja. Ihr könnt euch bei der Welt mit eurem Discord-Account einloggen, dann müsst ihr keinen Account im Forum erstellen. Der Moritz haut's denn aus. Ja. Bam, bam, bam. Moritz, du kannst ja direkt mal noch 2 Leuten Discord-Nitro giften, dann kann man ja dem TGF-Server nochmal den Boost geben, damit wir wieder mehr Emotes haben. Mit Discord wieder mehr Geld kriegt. Seit deiner Bewertung, Alex, haben wir eine Menge neuer Emotes hinzugefügt. Seit meiner Bewertung, echt? Warum mehr Emotes gebeten? Sie hat echt Einfluss gehabt. Ich habe dann einfach ein paar hochgeladen, ja. Wir haben einfach generell ein paar Emotes hinzugefügt, also... Oh, das mittlerweile weil du ja nicht wusstest, womit du es reagieren wolltest. Ja. Wird zwar vielleicht einiges wieder von gelöscht, wenn da irgendwann das mal abläuft, aber das können die Leute ja gegenboostern, wenn sie die behalten wollen. Genau. Das ist trotzdem schön, oder? Und selber ist das nur vom eigenen Geld ein bisschen zu teuer. Ja, verstehe gar nicht, warum. Überleg mir immer nur kurz, so ein blöder Booster bei Discord kostet, ich glaube, 4,99 € einer und du brauchst... Wenn du ein Nitro hast, kostet es 3,50 € oder 80 oder so. Ich weiß, das ist viel zu krass. Ja, aber trotzdem, du brauchst 15 Boosts, damit der Server da die hohe Stufe erreicht. Ja. Zum Glück mittlerweile. Das war vor ein paar Monaten, vor einem halben Jahr oder so waren es noch 30. Waren es noch 30 und das war dann. Ich meine, das ist schon Wucher. Ja, aber überleg dir halt mal 30 mal 5 € im Monat oder so, wenn du halt kein Nitro kaufst oder auch nur 30 mal 4 € ungefähr im Monat. Ja. Ist doch. Wer will sich das denn leisten? Nur für so ein Zeug. Banale Features. Ja, ich meine, es ist schon Wucher. Es ist schon, ey. Naja, die nehmen es von den Lebenden, solange es Leute gibt, die das kaufen und machen, ne? Genauso wie die ganzen Mobile Games. Why not, ne? Ein einziger bezahltes Spiel für 10.000 weitere. Ja. Das sind halt... Irgendein Idiot wird es geben, der es macht. Für die Leute wird es ja gemacht, das ist ja das Problem. Für die Leute wird es gemacht, das ist die Zielgruppe. Die Zielgruppe für Mobile Games und sowas sind ja nicht normale Menschen. Sondern sind Leute mit einer zu hohen Kreditlimitierung, die dann plötzlich anfangen, ihre Kreditkarte dazu hinterlegen. Nicht wahr, Moritz? Genau. Das sind dann immer die, es wird immer auf die One-Percentler abgezielt bei sowas. Das wird so kalkuliert. Ich habe es von anderen Arbeitgebern gehört und selber miterlebt. Ja, teilweise die One-Percentler, teilweise aber auch einfach nur die Leute, die du dann so lange erneust, bis sie dann doch sagen, ja, okay, es sind nur 50 Cent oder so, es ist nur eine kleine Microtransaction, ich mach das mal. Wenn du es einmal gemacht hast, ist die Einstiegshürde, das ist sehr viel niedriger. Das ist wie bei Heroin. Dann denkst du dir einfach so, ja, jetzt habe ich schon mal Geld ausgegeben, jetzt will ich das noch mehr haben und noch mehr und noch mal. Und irgendwann bist du dann auch der One-Percentler für alle anderen Games. Das war ein schöner Dopaminschub, den will ich noch mal. Mhm. Genau das ist das Problem. Hatten wir ja schon gesagt, Dopamin. Wenn du einmal drin bist, kommst du nicht mehr raus. Und darauf fallen halt die Leute dann auch rein. Ne? Ja. Und darauf wetten halt auch diese Unternehmen. Ich meine, hast du dir einfach mal auf irgendeinem Trash-Handy oder so eine Nalt-Version von so einem Mobile-Game runtergeladen, wo du plötzlich den ganzen Scheiß einfach unlimited hast?
Die Dinger sind ja, sie werden ja einfach langweilig, wenn du dir einfach unlimited alles instant boostern kannst. 5 Minuten lang upgradest du einmal alles oder kaufst dir einmal alles und dann ist es fertig. Und dann plötzlich machst du ja sowieso kaum noch Progress, beziehungsweise du machst einfach nur noch Progress und es hat halt einfach keinen Spielspaß mehr, weil der Spielspaß in Anführungsstrichen wird in dem Fall dadurch generiert, dass du auf deinen Progress wartest. Toll. Ja, das sind halt die ganzen, wie es damals war. Da gab es so ein Browser-Game, ich weiß den Namen nicht mehr, wo es um Vampire und so ging. Ja. Erinnert ihr euch? Warte mal, war das ein bisschen bekannter? Warte mal, ich glaube, ich kenne das. Ah, das war bekannter. Aber ich sag nur früher, wo Videogames noch darauf abgezielt hatten, von wegen, macht halt einfach so schwer, damit die Leute davor verzweifeln und irgendwann das Erfolgserlebnis ihres Lebens haben, wenn sie es mal geschafft haben. Und Moritz weiß aber, was ich meine, oder? Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, ich habe da auch mal 10 Euro oder so reingesteckt gehabt. Du hast 10 Bitcoins in Minecraft gesteckt. Nee, ja, okay. Der Moritz weiß genau, was ich meine. Das doch, ist so ich weiß, welches wie, du meinst. Ich so weiß Vampire aber nicht, wie das heißt. Und Werwölfe und dann musstest du immer warten. Und dann hast du deinen Vampirjäger hochgeskillt und deinen Werwolf und so Zeugs. Wer kennt es nicht? Irgendwann Temple Run 2 mit Upgrades und Pay-to-Win drin. Run 2 gibt's doch. Ja, natürlich gibt's das noch. Warum soll es das auch nicht mehr geben? Aber gibt's noch irgendwelche Leute, die Temple Run 1 können? Und Moritz, wusstest du, dass die ganzen originalen Angry Birds Versionen alle offline genommen haben, weil sie mittlerweile nur noch die mit Pay-to-Win online haben? Ja, das wusste auch ich nicht. Das ist sehr merkwürdig. Nö. Aber ich habe bei Angry Birds hat mich noch nie abgeholt. Das habe ich nie gespielt gehabt. Ja, gut. Ich habe mal gehört, das soll bei uns früher in der Schule mal beliebt gewesen sein. Es war überall beliebt, auch in der Uni bei uns. War dann Temple Run 1, das weiß ich noch. Oh ja, wer kennt das noch von wegen alle üblichen verdächtigen Betriebssysteme hatten irgendwann Doodle Jump drauf. Oh ja. Yes, yes, yes. Habe ich sogar irgendwo hier immer noch die Executable für Windows. Echt, für Doodle Jump? Ja. Ja, das waren Zeiten. Doodle Jump. Und die ganzen Flappy Birds Klone später. Ja. Gab's ja auch für alle. Gab für alles diese Shady Klone. Flappy Birds hatten wir auch irgendwann auf dem Taschenrechner. Vor allen Dingen bei uns gab es ja diese Taschenrechner, von wegen, die konntest du dann mit so einem AUX-Kabel einfach verbinden und konntest dann einfach Software von einem zum anderen rüberschieben. Ah, ihr hattet die guten. Ja, wir hatten irgendwann die guten, die beschissenen mit diesem Grafikfähigen, die du nur teilweise in der Klausur nutzen durftest und die einfach komplizierter zu benutzen waren als die anderen einfachen, genau. I remember. Ich hatte irgendeinen Casio, den hatten alle hatten ein Modell drunter und niemand wusste, dass du, also da konntest du tatsächlich einfach Funktionen eingeben und der konnte dir die auflösen. Ja. Das wusste aber niemand, dass das geht und selbst wenn den jemand hatte, ein Schulkollege hatte ihn, aber der wusste nicht, wie das geht, das konnte niemand und deswegen konnte ich das so schön in den Klausuren nutzen. Später auch die Umwandlung binär, hexadezimal und so weiter, konnte der alles automatisch, ohne sich irgendwas machen musste. Das hat so weitergeholfen in den Klausuren und niemand wusste, dass das geht. Deswegen haben sie bei den neueren Casio-Modellen ja irgendwann diesen Prüfungsmodus per Software-Update nachgeflasht, den wir dann alle irgendwann installieren mussten, wo der dir so einen dämlichen grünen Rahmen da drumherum gemacht hat. Echt jetzt? Und einfach den Zugriff auf den Speicher blockiert hat. Ja, aber zumindest in der Version, die irgendwann mal rausgebracht wurde, die ich auf dem Taschenrechner habe, konntest du einfach einen Image-Viewer nachinstallieren. Lol. I see where this is going. Konntest dann über diesen Image-Viewer einfach trotzdem File-Browser aufrufen, weil dieses Ding nicht blockiert war. Und konntest theoretisch Bilddateien zum Beispiel anzeigen lassen und da schön drin rumzoomen und so weiter. Ja, das ist billig, ne? Und du hattest zwar irgendwie nur, ich weiß nicht, wie viel Speicher das hatte. Ich glaube, da waren irgendwie, was weiß ich, 16 Megabyte, 20 Megabyte oder wie auch immer. Irgendwie so einen lächerlichen Furz, aber es hat auf jeden Fall für einiges ausgereicht, was man da hätte reinschieben können, habe ich mal gehört. Ja, so ist das, ne? Trotzdem habe ich jetzt nicht das glorreichste Mathe-Abitur gebaut. Ja, ich auch nicht. Ganz im Ernst, ne? Ich hatte ja mal Leistungskurs Mathe, da wo es noch Leistungskurse gab. Ja, Leistungskurs Mathe wäre mir zu anstrengend gewesen. Ich habe mein Abitur gemacht nach dem Motto, ja, das Pferd springt nicht höher, als es braucht. Ja, ich habe auch wiederholen müssen. Ich hatte 3 Punkte. Die ganze Schule gemacht.
Ich wollte mein Abi nicht versauen, ich hätte es schon geschafft, ne? Aber ich wollte mein Abi nicht versauen, also habe ich gesagt, nee, gut, mit 3 Punkten mache ich es nicht. Und habe es dann sein lassen. Einfach weil, ja, ich habe es dann einfach sein lassen. Brauchst du ja auch nicht. Und habe dann in meinem Rerun Astronomie genommen. Und habe dann Astronomie-Abi gemacht. Da hatte ich dann 12 Punkte oder so. Aber ja, irgendwann hatte ich keinen Bock mehr auf Mathe. Ja, diese du machst nur das, was du machen musst, Schiene, bin ich seit Beginn der Schule gefahren. Hm. Deswegen habe ich auch nur mittlere Reife gemacht. Abi, ich war tatsächlich auf dem Gymnasium, dachte mir dann aber, nee, brauchst du nicht, weil machst danach eine Ausbildung, arbeitest da dann 3-4 Jahre maximal und dann machst du dich eh selbstständig. Echt jetzt? Und das ist tatsächlich immer noch mein Plan. Ich habe kein Abi, nee. Aber echt, das ist deine Strategie, war interessant. Ja, das habe ich mir sehr früh gesagt. Das habe ich mir aber tatsächlich auch überlegt. Wie mache ich das? Mache ich eine Ausbildung? Oder mache ich das Abi? Gehe ich nochmal auf die Voss und studiere? Weil ganz ehrlich, für den Preis, den du da zahlst, wenn du überlegst, eine Jahreskarte, was du da für Vergünstigungen kriegst, besser als nichts tun, als irgendwo arbeitslos zu Hause rumhocken. Hm. Ja. Habe ich mir tatsächlich mal durchgerechnet, weil ich einfach keinen Bock hatte. Durchgerechnet? Ja. Okay, wieso nicht? Ja, weil ich keinen Bock hatte zu arbeiten. Moritz rechnet immer sehr öfters mal was Neues, oder? Ab und zu passiert sowas mal, ja. Deswegen hat Moritz ja auch schon mal durchgerechnet, dass es sehr viel billiger für ihn wäre, wenn er seine ganzen Server kündigt, aber... Aber? Zeit. Hat das bisher gemacht? Ich zahle an Hetzner 320 Euro, an Netcap 300, auch knapp 300 im Monat. Echt? Ja. Das Problem ist, man könnte so viel davon günstiger haben, wenn man dann irgendwann mal aufhören würde, das Ganze zu bezahlen und mal das Geld in eigene Server investieren. Ich habe jetzt sogar die Möglichkeit, das einfach in RZ zu stellen. Sehr günstig. Ja. Ich habe auch konkurrenzfähig bestehen. Ich muss mir mal die Zeit nehmen, das wirklich zu machen. Wie gesagt, 5. Februar ist die nächste Gelegenheit, Moritz. Jetzt wissen die Leute es im Podcast auch. Wir sind ja in diesem Format. Also eventuell wird es im März, April mal ein paar Umstellungen geben. Da wird TGF plötzlich nicht mehr online sein, weil Moritz sich dann keine Hetzner-Server mehr geholt hat. Hetzner ist tatsächlich fast nur für Selfmade. Echt? Hat viel zu viel Geld. Selfmade verliert mich jeden Monat 150 bis 200 Euro. Hm. Gut, jetzt hast du es auch gelegt. Und hier, meine Damen und Herren, hören Sie, warum die meisten alternativen YouTube-Plattformen den Betrieb eingestellt haben. Überhaupt nicht, wenn du keine Community hast. Du kannst ja nochmal versuchen, Ronny darüber zu ziehen. Bin ich noch dabei. hat mir das schon dreimal abgelehnt, aber... Beziehungsweise nicht abgelehnt. Er und Kai haben sich überlegt, sie haben es sich überlegt, aber Ronny hat keine Zukunft darin gesehen, weil es schon so schwierig war, die Zuschauer zu Twitch zu kriegen. Das ist verständlich. Das ist sogar richtig verständlich. Es ist sehr schwierig, Zuschauer auf eine andere Plattform sehe ich schon, zu motivieren. Ne? Also da kannst du ihnen dann mal was vorwerfen, weil... Aber warte mal. Ja gut, wer weiß, du kannst ihn ja vielleicht vorschlagen, ob wir irgendwie das so lange für die managt oder so und einfach die Sachen Re-Ups oder so und Retitles oder so und die das ein bisschen zwischendrin promoten oder so, dass er sich nicht da wirklich selber so hart drum kümmern müssen, dann könnten wir vielleicht machen. Wenn ihr Content erstellt. Mhm. Wir sind auf der Suche nach Content. Ja, das Problem ist, du kannst halt keine Community aufbauen, um eine Community zu haben. Es geht ja nicht mal drum, Leute da hinzu. Es geht nur darum, was zu haben, falls mal jemand da ist. Also das Problem ist, jemand geht auf diese Seite und findet 160 Videos und damit ist es zu Ende. Man hat nichts, was sich lohnt, da zu bleiben. Wofür sich es lohnt, auf der Seite zu bleiben. Ja. Und das ist halt das Problem. Das ist richtig, das ist nicht schön. Vielleicht sollten wir einfach urheberrechtlich geschütztes Material hochladen und auf den DMCA warten. Das ist eine gute Idee, sollen wir mal ausprobieren. Wie war das? Du hast 48 Stunden Zeit, auf den DMCA zu antworten? Kann ich dir nicht sagen. Es gibt einen Host, ich glaube, von Pirate Bay betrieben. Quasi so ein Dropbox, da
ist egal, was du hochlädst. Die Links sind auch nur, die haben quasi keine Regeln. Ja. Die werden einfach nur nach 48 richtig, Stunden alle gelöscht. Die haben sogar die Liste öffentlich. Da werden Filme geteilt, da wird alles geteilt. Aber die haben halt auf ihrer Seite 15 Mal die E-Mail-Adresse für hier bloß Probleme, schreiben DMCA. Wir werden innerhalb von 48 Stunden reagieren. Und genau nach 48 Stunden wird der Content dann einfach gelöscht. Verrückt, einfach, ja. Einfach nur, weil sie eine Complaint bekommen haben. Okay. Egal, was drin steht. Die überprüfen nicht, ob es echt ist. Es wird einfach gelöscht. Aber du musst dem auch zustimmen, wenn du da was hochlädst und es ist legal. Es ist weird, dass das legal ist. Mhm. Ja gut, ich meine, deswegen haben sie hier Firefox Share da offline genommen. Firefox Send war ja eigentlich eine ganz geile Plattform für mal eben so irgendwo Dateien hin und her dumpen, weil die ziemlich schnell waren. Aber offenbar wurde denen zu viel Kacke da hochgeladen und die wurden dann plötzlich als so ein One-Click-Zippy-Share-Hoster missbraucht, wo dann plötzlich dann auch hier im diesen ganzen File-Buckets oder so, da einfach Firefox-Send-Links drin waren. Deswegen haben sie es irgendwann da mal in Wartungsarbeiten geschaltet und ich glaube, mittlerweile haben sie announced, dass es eingestellt wurde. Das war mir auch nicht bekannt. Mega-Upload war aber auch ganz interessant. Warum? Der Mega-Upload war ja basically das, was mittlerweile Dropbox, G-Drive, etc. ist. Ja. Das war ja mit Dropbox die ersten, die es angeboten haben. Zumindest die ersten großen. Ja, halt damals, ne? Ja gut, da war nur zu viel Kacke drauf, dann wurden die irgendwann mal down genommen und haben sich durch Mega NZ ersetzt, wo du mittlerweile so beschissene Traffic-Limits drauf hast. Kim, der Gründer, ja. Der hat ja auch, glaub, ein paar Monate nachdem er Mega gegründet hat, gesagt, hier, bitte nutzt es nicht mehr, ich hab's verkauft an die chinesische Firma. Aber Mega war halt sehr revolutionär. Weil die haben das groß angeboten, die haben sehr billiges Deutsch gehabt, die hatten für, ich glaube, ein paar Euro im Monat Unlimited Storage und das war 2014, glaube ich sogar. Und ich glaube, das kostenlose Tier hatte 60 GB Speicher. Das kostenlose Tier bei Mega hat, glaube ich, immer noch für die ersten zwei Wochen oder so 50 oder 60 GB Speicher. Das hatte damals tatsächlich dauerhaft 60 GB. Ich weiß, dass ich das genutzt habe für Backups. Jetzt. Empfehlung, Kim.com ist auf Twitch aktiv. What the fuck? Ja, der... Okay, also mal wieder ein Link für die Shownotes, den wir jetzt dann in den Link-Shortener reinschicken können. Ich weiß nicht, ob er noch aktiv ist, aber der war mal hier mit der Knossi, Knossi Crew und... Echt jetzt? Heißen die? Ja, und die ja Atzen, gut, das ist außerhalb meiner Bubble. Die Atzen waren mit dabei, also zumindest der eine von denen und... War interessant, Sido, genau. Okay. Sehr ja, interessante gut, Bubble. Haben wir heute jetzt auch wieder was Verrücktes gelernt, ne? Da haben wir wirklich was Verrücktes gelernt. Weiß nicht, ob der noch aktiv und, ist, aber... Wenn es zu dem Thema jetzt aber nichts mehr gibt, dann ja, würde ich sagen... aber wir erleben jetzt gleich eine ganz herbe Enttäuschung. Und zwar müssen wir jetzt langsam abmoderieren. Gibt es noch irgendwelche News, Hinweise, wie auch immer, die wir noch mitgeben müssen? Stellt euch Livestreams definitiv einen Account im Forum. Der geekfreaks-community.de. Eine gute Idee. Und don't eat in the snow. Schickt dem Moritz einfach eine und Nachricht. Und schreibt uns eine E-Mail. podcast@geekfreaks.de. Doch. Genau. Moritz@themantel.de, ne? Moritz@themantel.de. Ich glaube, die Domain hat er nicht. Ja, das wäre @moritz-mantel.de. Einfach Moritz@ ist ein Vollidiot.de. Das kommt auf jeden Fall an. Habe ich gehört. Und mit dieser herben Enttäuschung gehen wir jetzt wirklich raus. Genau. Leute, verabschiedet Goodbye. Euch. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao. Macht's gut.